Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein gewöhnlicher Diebstahl wird heute verhandelt. Jedoch der Dieb hat es faustdick hinter den Ohren und ist, trotz seines makabren Totengräberberufes, dem Geisbacher Amtsrichter seit langem persönlich wohl bekannt. Und dessen trinklustige Ehefrau Franziska nicht minder. Die Zuschauer erwarten eine Sensation. Du, ich hab halt das auch nicht, du. Hey, lass mich noch mal rühren. Wo bleibst denn alles? Wir fangen an. Alles aber da, bloß du nicht. Na, ja, ich komm schon. So wird's auch wieder nicht brezeln. Mach dir nichts draus, Alice. Ich heb da schon einen Daumen und spritz die Grosserie. Jetzt hör mal auf mit deinem Schmarrn. Ja, ja, das hilft. Ich bin nicht leicht da, glaube ich. Aber die Grosserie, das hilft immer wieder. Nein, ich weiß nicht. Ich hab gar kein gutes Gefühl. Ich schon. Bei uns in Bayern geht alles wieder gut aus. Bei uns kriegt der ärmste Moser einen Leichentrunk. Ich hab nichts gesehen, ich hab schon geschlafen. Ja, und ich? Du hast die Krieg gewaschen, du hast auch nichts gesehen. Und ich hab was gar nichts, weil ich ein bisschen zu tief im Mauskrieg reingeschaut hab. Ah, was? Ein Daumen gehabt und du Serientee. Ach, da wird alles wieder gut. Eine Sauerei ist das. Eine lebendige 13. Sau, die stillt man doch nicht. Sie können von einem Glück sagen, Bastel, Uwe, dass der Herr Staatsanwalt heute krank ist. Der wird ganz bestimmt auf schweren Diebstahl erkennen, nicht? Überhaupt, was ihnen alle wieder einfällt. Einmal machen sie als Totengraber den Schwindel mit der Beerdigung ohne Leich. Nicht? Und dann fangen sie als Hochzeitslader, wenn die ganze Verwandtschaft zur Hochzeit zusammen, die stattfindet. Und heute sind sie angeklagt am 27. Februar, dem Viehhändlerkabine an Held. Da sitzt er. Ein 3-Zentner schweres Schwein samt Schweinesteige vom Viehwagen runtergestohlen zu haben. Ih, da ist mir nichts bekannt. Ja, gruzi, wuzi, jetzt wird's doch. Da war ihm nichts bekannt. Nein, ich hab keine Sau nicht gestohlen. Was? Am helllichten Tag hast du mir die Sau abgenommen von meinem Wagen, wo 4 drum gewesen sind. 4 Schiene tragen die Fackis auch noch weggekauft gehabt. Am Saumarkt die nicken Föden. Und wie ich heimkomme, Herr Rat, wie ich heimkomme, sind's gerade noch 3. Ja, geh. Ja? Haben Sie denn das nicht so vorgespannt, dass die 4. Schweinesteige fehlt? Noch in Kirchenzell, noch vor dem Wirtshaus, wo Sie Ihren Wagen abgestellt gehabt haben, hä? Nein, hab ich eben nicht. Ja, ich weiß auch, warum nicht. So. Ein Dreck warst. Stockfinster ist gewesen, Herr Rat, wie man der Hausl vom Neidecker Wirt hat helfen, die Rose aus der Stallung rausführen. Ah. Stockfinster? Ja, und wer denkt denn an sowas? In Kirchenzell, an einem Viehdieb? Ja, pfui Teufel! Ich hätte da nicht dran gedacht, Herr Rat. Ich nicht. Ich schon? So. Na, was, Lube, wie hätten wir's denn miteinander, hä? Wie meinen Sie einige Strengen? Meine Gestrengen meinen, ob Sie sich nicht zu dem Geständnis bequemen könnten, das Schwein gestohlen zu haben? Nein, nie. Da darf ich mich hinten fürchten. Oh, Stein und Wirn. Na, so mag ich's. Ja, Gruzi, Wuzi. Ich hab doch Zeugen draußen, Herr Rat. Ein Hausl, die Wirtin, die Kölnerin, Gäste, die dabei waren. Darunter der angesehene Fremihuber vom Fremihuber. Ja, Herr Rat, das sind doch Männer, die beschwören wollen, dass sie ihm doch gesehen haben, wie er die Sau samt der Stein von meinem Blutwagen runtergekippt hat. Das sind doch Zeugen, Herr Rat. Ja, das glauben ja auch gar nicht, dass ich die Sau Stein vom Wagen runtergekommen hab, samt Inhalt. So, aber das können Sie doch unmöglich allein gemacht haben, was? Nein, das nicht. Der Dings, der Wirtshausl und der Fremihuber und noch ein paar angesehene Gäste, die haben mir geholfen. Aha. Komm, denn der Saubazillion. Die Herren haben mir geholfen. Stellen und lehren, dass ich die Schwarten birn. Ja, Zepfisch! So, Ruhe, 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 Ruhe. Weiter, hast du lieber, weiter. Ja, ich kann doch ein 2,5 Zentner Sau nicht allein nichts von dem Bogen auf mein kleines Brückenwagen umladen. Also, das kann ich wirklich nicht. Ja, eben, das sag ich ja gerade nicht. Herr Rat, von den Herren hat ihm ganz bestimmt keiner geholfen. Das weiß ich ganz gewiss.
Und am allerwenigsten der Fremde Huber. Der sitzt doch draußen als Zeuge. Der muss dich beschwören, dass ihm da nicht geholfen hat. Herr Rat, Sie kennen mir glauben, der Schuft hat die Sau samt seinem Weib und samt seine Kinder ganz alleine gestohlen. Ja, der Fremde Huber hat's doch gesehen. Warum lernst du denn da so, Herr Heid, als ob es um einen halben Viechmarkt ging und nicht bloß allein um eine Sau, hä? Oh, mein Herr Rat, haben Sie eine Ahnung, was so eine tragende Muttersau heutzutage wert ist? Bei den Fackelpreisen, wo das Köpferl 6 Mark kostet. Ja. Ja, die Sau war ja 80 Mark wert. Ja, ist schon gut. Steigerl gar nicht gerechnet. Ja. Also, ich hab meinerseits die Sau verkauft, aber 80 Mark hab ich nicht gekriegt dafür. Gerade 50 Mark hab ich gekriegt für das Viecherl. Was? Ja, du Riesenrümpfig, 50 Mark für tragende Lars? Ja, spinnst denn du? 50 Mark, die Sau war ja 85 Mark wert. Bare 85 Mark, Herr Rat, so ruiniert man die Schweinepreise. Depp, Bläder! Na ja, ich bin ja schließlich bloß Totengraber von die Sau, da verstehe ich nichts. Ja, was, Lube, es geschehen ja Zeichen und Wunder. Ich könnte mich gar nicht erinnern, dass ich Sie hier einmal so verständlich vor mir gesehen hätte. Nicht bloß verständlich, sondern sogar geständig. Schauen Sie, und frisch gestanden ist schon Halbert überstanden. Ne? Das wird sich sehr günstig auf das Urteil auswirken, Bastelhuber. Sehr, sehr günstig. Denn Geständnisse sind hierzulande ja schließlich eine sehr große Rarität. Das müssen wir im Register vermerken, aber gut, ne? Ja, also vielen Dank, Herr Vorsitzender, aber ich hab nichts zum Gestehen. Ich hab nämlich das auch nicht gestohlen. Sie, Bastelhuber, machen keine schlechten Witze mit mir. Sie haben nicht gestohlen, was... Was denn nachher? Ja, es tut mir leid, aber ich hab die Lause echt nicht gestohlen, Eier gestrengen. Jetzt muss ich aber ganz tief schnaufen. Sie widerrufen also quasi Ihr voriges Geständnis? Ja, entschuldigen Sie, Herr Rat, aber ich hab ja gar nichts gestanden, ich hab nur gesagt... Geh, schneid's doch nicht lang rum, Herr Rat, sperren's doch den Banditen ein, aber gehörig 6 Monate mindestens, wo die Fackeln 6 Mark kosten heutzutage. So, jetzt wäre aber grantig. Erst das so und nachher das so. Jetzt kennt's, was da Leben ist. Geh mit eurer Geschichte auf den Grund. Wachtmeister, den Zeugen Freimel über. Ja, also ich hab bloß gesagt, dass ich die Sau von dem Bogen runtergekippt hab. Und dass du es verkauft hast. Das hast du auch schon bereits verzögert, gell? Richtig, um 50 Magel. Depp! Meine 50 Magel sind für mich viel Geld. Das sind 3 Beerdigungen für mein Weib und mich miteinander. Ja, Wachtmeister, auf was warten denn Sie eigentlich noch? Ja, warum? Hätte ich wen holen sollen. Den Zeugen Freimelhuber, das habe ich schon lang gesagt. Zeugen Freimelhuber, jawohl. Also. Hier hocken ihr zwei. Der Zeuge Freimelhuber von Freimelhub. Geh weiter, wir sind rund. Ich habe einen Träger, rümpfig. Mit solchen Leuten macht man keine Geschäfte. Das hätten Sie ja noch vorher bedingen sollen. Geht das weiter? Und ich hab nichts gesehen, aber jetzt so schlimm nicht werden. Ja, helft so zusammen. Aber das hilft euch auch nichts. Weil auf die Letzte, da hilft gar nichts. Da hilft gerade noch ich und der Alice, mein Mann. Mein lieber Herr Zeuge Freimelhuber, Sie haben dem Angeklagten geholfen, das Schwein abzuladen, haben ihm dann selbig die Sau gleich auf der Stelle abgekauft. Und zwar zu einem lächerlich niedrigen Preis. Ja, wieso denn? Ist das nicht ein ganz bisschen auffällig? He? Haben Sie nicht gewusst, dass diese Sau gestohlen war? Nein, hab ich nicht. Wissen Sie, Herr Rat, die Geschichte ist ja so. Ja. Die Viechhandler, die wollen uns Bauern alle die schlechtesten Stück aufhängen. Für viel Geld. Aber das ist noch gar nichts. Der Totengraber, der ist ja viel schlechter. Der steht mit dem Teufel im Bund. Ja. Von dem verkauft er gerne an jeden. Ich wiederhole, haben Sie nicht gewusst, dass diese Sau Eigentum des hier anwesenden Viechhändlers Held ist oder war? Nein, einen Trick hab ich gewusst. Der Bandit hat zu mir gesagt, der Lars hätte ihm der Held geschenkt oder sowas. Okay, und das haben Sie ihm so ganz ohne weiteres geglaubt. Ausgerechnet Sie, Freimelhuber. Ja, wie ich sag, der muss mir das aufgehext haben, dass ich es ihm geglaubt hab. Schmarrn! Jetzt kommst du nicht mit Hexen und mit dem Teufel daher. Probieren Sie es einmal mit der Wahrheit. Ja, das ist ja wahr. Wissen Sie, der Teufel, der ist nicht so dumm. Der sucht sich gerade einen Totengraber, da geht er am meisten her. Von dem kriegt er die arme Seelen dutzendweis. Dutzendweis? Bei unserem gesunden Luft? Kaum im Jahr haben wir das. Da schauen Sie her, Herr Rat, ich hab mein Birchel dabei. Ja, jetzt kommt er wieder mit seiner doppelten Buchführung daher. Also den ganzen April nicht eine einzige Beerdigung. Am 23. März war der letzte Leichentrunk bei uns in der Pfarrei.
Mei, da wird's wieder noch finden, bis wieder ein Geschäft geht. Ja. Ein Lump bist du, mit Teufel hast du's. Ja, und Bazi, seid's alle zwei. Herr Rat, Sie kennen mich doch seit meiner Jugendzeit. Ja. Ich bin ein ehrlicher Kaufmann und habe noch nie einen Bauern nicht ausgeschmiert. Okay. Wir haben vor ein paar Kleinigkeiten abgesehen, bin ich eigentlich so gut wie nicht vorbestraft. So gut wie nicht vorbestraft? Eine feine Nuance ist das. Ja, das kann schon sein, Herr Rat. Sie können mir aber unbedingt glauben, die zwei Hadelumpen haben mir Trager die Sau samt der Steigen von meinem Brugwagen gestohlen. Und jetzt liegen sie mir gedruckt und schwören auf den Teufel. Und Sie sind jetzt Staat? Grenzen Sie, Rat, da muss man sich ärgern mit dem Viechhandel und dem Totengraben. Da sind sie gar nichts zum Neiden. Ja, und mit euch Bauern heute auch nichts. Ruhig, Schluss mit dem Geschwafel jetzt, sonst setzt euch alle miteinander hin. Aber gut, Schremmer, der Zeuge Freimelhuber gibt zu, dem Angeklagten beim Schweinestill behilflich gewesen zu sein. Schluss, Punktum, aus, im Bogen immer. Wachmeister, die Zeugin Maria Neudecker. Die Zeugin Neudecker Maria, jawohl. Sie können von einem Glück sagen, dass der Herr Staatsanwalt heute krank ist, gell? Und Sie ja, wollen wir dieses halberte, verdruckte Wischiwaschi da, dieses elendige. Erst weiß er nichts, der Herr Zeuge. Dann hat er da ein bisschen was gesehen. Und jetzt ist er selber gewesen. Jetzt haben Sie es erfasst, Herr Rat. Ich bin als Angeklagter total unschuldig. Die Sau haben ganz andere mir abgestohlen. Und waren froh, dass wir 50 Mägel also eine schöne Droge die Sau erwischt haben. Ganz andere sind die Schuldigen. Also alles ist jetzt heute mal der Mai, denn du warst ein Trick. Ich hab die Sau nicht gestohlen, ich hab sie bezahlt. Ehrlich bezahlt. Umbran, Alice. Sie sagen es noch einmal, Sie haben die Sau bezahlt. Sehr wohl eingestrengen. Die Sau hab ich gezahlt. So, und dafür haben Sie Zeugen? Sehr wohl eingestrengen. Ja, Himmel, Donnerwetter, Puppenelement noch einmal, warum sagen Sie das nicht gleich? Ja, nun? Ein Dreck hat er heraus. Kein Schwanz kann dies bezeigen. Zum Beispiel die Frau Wirtin. So! Gleich weiter dran, alles hier. Und Hioka, auf Ihren Platz. Und wieder noch einmal. Die Zeugin Neudecker Maria, Gastwirtin von Kirchenzell. Ja, danke schön, kann man sich erwischen. Grüß Sie, der gute Herr Rat. Du, Frau Wirtin? Ja, wo fällt's denn wieder? Ja, mei, wo's allerweil fällt bei meinen Kunden, gell? Hm? An der Wahrheit, an der Ehrlichkeit, an der Anständigkeit, naja. Frau Wirtin, es ist hier soeben behauptet worden, dass der Alice, der Angeklagte, dieses Schwein doch nicht gestohlen hat, sondern dass er es bezahlt hat. Was wissen denn Sie davon? Ja, ich weiß ja von der Sau durchaus gar nichts, Herr Rat. Durchaus gar nichts. Durchaus gar nichts. Und da haben Sie mich gerade gefragt, wo es fällt, Frau Wirtin. Ich hätte Ihnen ja furchtbar gern glauben, nicht wahr? Aber diese Handelschaft, und die hat stattgefunden, dessen bin ich sicher, ist doch höchstwahrscheinlich in Ihrem Haus, sogar in Ihrer Wirtstube abgeschlossen worden. Aber Sie wissen nichts, ne? Gar nichts ist da gehandelt und abgeschlossen worden, Herr Rat. Ich weiß nichts und Sie weiß auch nichts. Und Sie halten auf jeden Fall jetzt den Mund, nicht wahr? Frau Neudecker, bitte schön strengen Sie Ihr Gedächtnis jetzt einmal ein bisschen an, gell? Ihnen kommt doch sonst nichts aus, was in Ihrer Gaststube vorgeht. Oh, mein Rat, wenn ich das alles wüsste, dann müsstet ihr ja am Kopf aufhören, als wäre ein Bierfassel. Ja. Nein, ich weiß von der Handelschaft durchaus gar nichts. Frau Wirtin, darf ich nichts falsch aufsagen? Ich hab ihm die Sau in der Wirtstube drin abgehabt. Nein, ich weiß nichts. Wir sind ein anständiges Bauernwirtshaus. Ich weiß durchaus gar nichts. Also, Frau Wirtin, du dich für ja nicht versündigen. Du hast in eigener Person zu mir gesagt. Aloysius, hast du gesagt, jetzt darfst du das Schwein abladen. Du hast es bezahlt und kannst es einweisen. Jawohl, das hast du gesagt. Hat sie gesagt? Jawohl, ich soll mich wäre ja gar nicht auf den Gedanken kommen, Herr Rat. Was hast du denn Gedanken? Nein, ist dieser Kreuz mit so besoffenen Mannsbüder. Und ich weiß nichts. Ja, Sie wissen nichts. Zu dieser Einsicht bin ich jetzt schon allmählich gelangt, auch, Frau Wirtin. Ich tue es ja sehr ungern, aber jetzt hätte ich gute Lust und hätte aber die Kerzen anzünden lassen, nicht? Himmeldonnerwetter, Bumpenelement noch einmal. Wenn Ihnen nicht jetzt binnen kurzem irgendetwas einfällt, was mindestens Ähnlichkeit mit der Wahrheit hat, Frau Wirtin, dann kostet Sie die nächste Überschreitung der Polizeistunde 3 Monate Konzessionsentzug, das sage ich Ihnen. Mei, oh mei, unsere liebe Frau, nein, das Unglück über unser Haus. Gell, Frau Wirtin, mir glaubt der Herr Rat. Ja, weil du ihn auch schon behext hast. Sei nur du da, du bist wegen Beihilfe dran. Ich? Jawohl. Ich hab aber nicht immer hingeschaut bei der Gaudi. Nein, der Verdruss.
dass ihr mich alle miteinander, so wie ihr da seid, ganz gern, wenn es nur irgend ginge, für dumm verkaufen wollt, gell? Das weiß ich. Aber so leicht mache ich es nicht. Frau Wirtin, jetzt bitte da helfen, wo es fehlt. Raus mit der Wahrheit, los! Nein, nein, die Blamasch. Tern Sie mir doch das nicht an, Herr Rat. Bitte, Gaschi, tern Sie mir das nicht an. Jetzt jammern Sie nicht, Frau Wirtin, sonst sagst du die Wahrheit. Sonst geht Ihnen schlecht. Aber was, wenn Sie nicht mögen, dann fangen wir wieder mit dem. Was du lieber raus? Ja, ich komm bloß alle, weil das nämlich sagen. Ich hab ihm heute die Sau gezahlt. Was? Ja, zäh fix, der hat verloren. Keine Mark hab ich von dir gekriegt. Ja, man braucht doch nicht eben mit Bargeld zahlen, Herr Richter. Man kann auch so eine Sau auch abarbeiten. So, als Totengraber vielleicht, hä? Jawohl, ich hab dir damals im Wirtshaus, da wo du so lustig gewesen bist, das Angebot gemacht. Hä? Jesus, ja. Ja, jetzt fällt's mir wieder rein. Ja, das ist ja so ein Gaudi gewinner. Der Alice, ich wollte von Herrn Held unbedingt am Forschersam für sein Grum. Und seine weite Franz auch. Ja, ja, lass uns noch raus damit. Ja, was, wenn du, ich bin blöd und lass mich von so einem Leibbetrüger da eingeladen. Ja, gar nie. Das will mir mein Sau zahlen. Also, damals hast du anders gekriegt, Viechhandler, gell? Damals hast du gesagt, ja, hast du gesagt, und war ja mal eine schöne Leichmächte, hast du gesagt, darum darf mein Begräbnis das auch kosten. Aha. Und der Alice ist alles gleich abladen. Ja, und es ist ja auch fromm und gut, wenn der Mensch gerade in seinen schönsten Stunden seine letzten Dinge bedenkt, sagt unser Herr Pfarrer. Ja, ja, seine letzten Dinge, ja. Für ein Sau um 50 Mark, sehr fix, ich bin doch nicht blöd. Ja, ja, mir hätte er einmal mit der Sargausstattung nicht gespart. Mit was? Ja, und ich hätte ja noch eine extra Tier fürs Grab geraten. Hey, lass mir du mal Ruhe. Herr Rat, der Mann ist ein Lump, ein Dieb und ein Betrüger. So ein Geschäft kann niemals nicht gültig sein, indem dass der alle sie vor meiner sterben kann. Was ist nachher, Herr Rat? Ja, wenn ich mich jetzt auch wieder einmal an euren Gesprächen ein bisschen beteiligen dürfte, dann würde ich die Gegenfrage stellen. Wie schließen denn Sie Ihre Handelsgeschäfte ab, ha? Gelten die oder gelten die nicht? Geh, Korwe, lass gut sein, reg dich nicht auf. Nachher bist du tot und dann tut dir die Sau auch nicht mehr weh. Okay, ja, nachher lachst über die 50 Mark. Und denkst dir, einmal im Leben habe ich den Fremdelhuber da nicht beschissen. Einmal, ja. Vielleicht hilft dir das viel beim Petrus. Weißt du, mag nämlich die Viechhandler gar nicht gern. Nun bin ich nicht tot und du bist der Patsche, Fremdelhuber. Und der da ist ein Dieb und ein Betrüger. Geh herauf, fürs Beerdigen gib ich keine Sau her. Ich bin doch nicht blöd, ich verstehe doch mein Geschäft. Ja, wir haben schon mit was anderen auch noch gezahlt. Nicht bloß mit Neigraben. Ja, mit was denn, hä? Alles, mein Weib. Die Franz hat es halt. Um Gottes Himmel, so in der Kasse mein nicht halten. Ah, jetzt geht euch das drum aus. Hä? Ja, da, schau her. Diese schweinerne oder schweinige Geschichte hat auch noch andere Seiten. Das hätte mich ja doch sehr gewundert bei euch. Hä? Jetzt bin ich aber schon ganz enorm neugierig, aber schon ganz besonders neugierig. Also jetzt los damit. Öffnet die Schleusen für eure Geständnisse. Nein, nein, Herr Rat, lassen Sie es gut sein. Bigosche, schauen Sie, die Tongraber-Leute waren damals auch so besoffen schon, weil sie drei Beerdigungen hintereinander gehabt haben, dass er, der Alice und seine Weide Franz nimmer gewusst haben, was sie machen. Und der Heckor bin ich an dazu. Können Sie einen noch schon denken, wie es ausgegangen ist? Was? Ich und besoffen? Wachtmeister, rufen Sie mir die Franziska Wastelhuber auch noch rein, damit wir komplett sind. Die Zeugin Franziska Wastelhuber, jawohl. So. Jetzt werdet ihr nachher gleich schauen, wie die Geschichte weitergeht. Jetzt kennt ihr was da leben. Jetzt macht's alle miteinander Reih und Leid. Jetzt erwischt's an jeden. Zeugen und Angeklagte, alle miteinander! Entschuldigen Sie, Herr Rat, mich trifft ja als Wirtin an der Sauerei durchaus keine Schuld nicht. Ja, selbstverständlich, Frau Neudecker. Ja, wie denken Sie überhaupt, dass ich sowas denken könnte, nicht? Sie denken jetzt aber in Ihre Konzession? Der Viechhandler Seim ist schuld. Er ist ja die größte Wulz auch gewinnen. Du, hä? Hey. Dann sind wir raus. So. Und ja, der ganz allein. So. Und bis die Franzi Wastelhuber da ist, bitte schön Platz nehmen. Hinsetzen. Aber sofort. Die Zeugin Wastelhuber Franziska, Einmacherin und Totengräberskattin von Kirchenzell. Ist recht. Kommen Sie her zu mir, Wastelhuberin. Grüß Gott, Herr Richter. Sehr gut. Haben Sie mein Moment mal erwischt? Ja, vom Erwischen haben wir gerade geredet. Sag, der Saupate tut zu mir, er hat bloß 40 Magen vom Freime Huber gekriegt für die Sau, die wo mir der Heikurve geschenkt hat. Dabei hat er 50 gekriegt. Ja, langsam war es drüber schön, langsam und schön da rein nach, gell? Ja, 10 Magen hätte mir schon wieder blitzt. Herr Rat, ich glaube gar nicht, wie ich da aufpassen muss. Das glaubt niemand, nicht einmal Sie. Ja, doch, ich glaub's ja. Na, jetzt schimpfen Sie nicht, sondern bringen Sie mir die Tatsachen, die ich brauche, auch wenn es schwer fällt, gell?
Und sind Sie nicht so geschnappe? Ja, das muss er schon, wenn er alles versauft und kein Geschäft geht. Ja, bitteschön, Herr Richter, sprechen Sie das Urteil, sonst blamieren wir uns bloß. Du heißt der Meier, Friedi. Psst. 40 Mark, mag er sagen, hätte er vom Freimi Huber bloß gekriegt, für die Sau, die wo ich mir verdient hab. Sie? Ja, weil sie mir der Heckkurve geschenkt hat, ne? Was hab ich? Ja, weißt du das nicht mehr? Nein, nichts weiß ich, gar nichts. Ja, so ein Schuft, der ist ja noch ärger wie mein Mann. Ja, also Herr Richter, das ist ja so, bin, gell? Wir sind in der Wirtsturmrechtmürte beieinander gesessen und da hab ich dann, Sie wissen, als junges Mal, das kann ich nämlich auch, wenn ich mein Bier hab, ja? Und als junges Mal, da war ich die flotteste Tänzerin, weit und breit. Sie, ja. Ich hab's alle kennt, die Tänzer. Ein Polker und ein Masurka und ein Walzer, ja. Sie alle hab ich's kennt, das darf ich mir vielleicht schon glauben, gell? Das soll es einer zwang. Ja, mir schwant fürchterliches, aber das ist schon wurscht. Ja, ja, das darf man glauben, Herr Richter, schauen Sie mal her. Meine Fuß und das sieht man das heute noch. La 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 Wenn du nackt tanzt in der Wirtsturmherrin, hat er gesagt, na kriegst du Sau. Kriegst Sau von der Sau, der Sau. Ja, nicht gut, Herr Rat. Ja. Aber kann. Im Richterzimmer, im Schrank hinten durch, steht eine Flasche Kuhnheck, bringen Sie mir. Jawohl, Herr Rat, Schnaps, jawohl. Ja. Ja, und wenn es Besucher sind, die ihm halt. Pfui, Teufel. Ja, wir haben einen zugesunden Lupf. Aufstehen, alle miteinander! Im Namen seiner Majestät des Königs bzw. der königlichen Hoheit des Herrn Prinzregenten ergeht folgendes Urteil. Das Verfahren wird eingestellt, aber sämtliche Beteiligten zahlen eine Ordnungsstrafe in die Gerichtskasse. Sie 40 Mark, Sie 30, Sie 20 und ihr zwei miteinander 10. So, für die Verfahrenskosten geht es euch teilen. Die Sitzung ist geschlossen. Herr Rat, bitte. Dankeschön. Sauerei. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat eh niemanden geschickt. Dass ich viele Schweinereien als irdischer Richter nicht erwischen kann, da steht aber auf ganz fürchterlich. Noch dazu, wo heute sogar die Schweinereien immer tiefer herabgesunken sind. Aber dass die Schweinepreise so gesunken sind, das freut mich. Mich nicht. Ja, darauf trinkt man. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich-bayerischen Amtsgericht.